Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Uncharted. Drax, nicht von Schicksal. Wir sind bereits in Kapitel 17, die Schatzjagd. Und wir laufen unserem Tod entgegen. Oh, wow. Oh, wow. Was ist das hier? Ein echt gutes Versteck für den verdammten Schatz ist das. Oder ein Zuhause von Kreaturen, die wir nicht treffen wollen. Ich hoffe aber das Erste. Seht ihr das? Ich könnte es... Wo sollen wir lang gehen? Also, ja. Einfach geradeaus. Hören wir auch nur. Warte mal. In der Ecke von Jakes Karte stehen auch römische Zahlen. Das muss etwas bedeuten. 2, 5, 7. 2, 5, 7. 2, 5, 7. Ja, bis jetzt kommen wir nur einen Weg lang. Ihr stellt euch an. Liegt auf dem Boden etwa... Eine römische 5? Aha. Aha. Eine 2. Da müssen wir wohl da lang. Ich bleib hier und halte Ausschau und du kriegst raus, wie wir da rüberkommen. Ne, hier. Ah ne, das ist 4. Denn 4 ist falsch. Zack. Müssen wir hier lang? Hier ist wieder die 5. Was war das? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Mann, ich hab mich total verirrt. Dann hast du nicht. Das hier wäre wieder die 4. Die will ich aber nicht. Ich muss mal gucken, was hier oben ist. Das wäre wieder die 5. Aber um durch die 5 zu kommen, müssen wir. Den anderen Wegen erstmal folgen. Hier lang nämlich. Der 5 folgen. 3 folgen wir nicht. Vier auch nicht. 1 auch nicht. 5. Das ist der richtige Weg. 4 geht's da. 3 da. Dann gehen wir weiter geradeaus. Das muss für irgendwas gut sein. Ja, aber die 2 suchen wir nicht. Da hätten wir doch. Ich hab die Zahlen vergessen. Doch, doch, doch. 2 ist dabei. Etwa zu schwach? Oder bist du... Geht doch! Das ist ja cool. Es tut sich was! Nate, warst du das? Hier unten bewegt sich plötzlich etwas. Nein, das war ich nicht, Girl. Okay, der Hebel führt mich zu einem weiteren Hebel, mit dem ich dann weitergehen kann. Yeah. Die Frage ist nur... Ja, fahr mal hier runter. Das hat dort was bewegt. Wahrscheinlich hätte ich jetzt einfach nicht runterspringen brauchen. Ah, verdammt. Hier nochmal hoch. weil das führt mich nicht wirklich weiter. Aber geht ja schnell.
ja schnell. Dass man hier vielleicht irgendwie am Rand nochmal was machen kann. Das ist auf Wasser. Wieso stirbst du? Schande über dich. Wo bin ich? Hier. Gut. Ja. Geht's weiter. Du bist aber eine 3. Ich will dich nicht nehmen. Aber du führst zu einem anderen Weg. Ich muss ja nicht zwingend nach rechts, nach links gehen. Du bist die 6. Du bist mir auch egal. Du bist die 5. Boah, war das schwer. Ja gut, aber in einem Spiel, in dem man nicht rennen kann, ist das schon sehr schwer. Ist nicht das Leichteste. Sally, hörst du mich? Verdammt, nichts. Na super. Wer hat eigentlich so viel Langeweile und konstruiert so etwas? 4 weiter nach unten. 3 nach links. Dann denke ich mal, müssen wir weiter geradeaus. Aber ich weiß nicht, ob man dort hoch kann. Hock! Oder das war so überhaupt nicht witzig. Was? Okay, da, das ist noch viel weniger witzig. Ja, ist mir auch klar. Das habe ich auch ohne dich herausgefunden. So, auf ein neues. Wahrscheinlich die kleinste Berührung. Kommt eigentlich immer ein Tipp, wenn ich... Nee. Nee. Muss ich hier vielleicht schon irgendwas machen? So ein bisschen abkürzen und so. Oder einfach mal da runterspringen. Beim 4 nach rechts. Wie kann man denn nach rechts hier? Das geht doch gar nicht. Kann ich denn überhaupt nach oben? Wahrscheinlich nicht. Aber was bringt mir das dann hier? Wenn ich nicht nach links kann? Naja, ich muss nochmal versuchen. Ich gehe mal ein bisschen weiter hier nach dort. Nee, dafür reicht die Zeit ganz sicher nicht. Dafür reicht es sicherlich nicht. Ah, verdammt. Ja, ich habe auch gecheckt, dass ich hier lang muss. Ist okay. Ist okay. So, das ist auch wirklich die 5, ja. Wenn ich hier nicht unnötig wo langlaufe, wo ich dann gar nicht lang gehen brauche. Das wäre schon scheiße. Mir fehlt hier einfach der Weiterweg. Ich weiß aber nicht, wo lang. Das ist zum Runterspringen etwas zu tief. Das ist zu weit weg. Doch nicht, ich weiß nicht. Aber ich versuch's. Es ist zu weit weg. Es ist zu weit weg. Ich frage mich, wenn ich dort hinten weiter länger stehen bleibe, ob er mir dann auch einen Tipp zeigt. Weil er zeigt mir immer nur da einen Tipp. Weil das dann immer direkt nach einem Checkpoint ist. Aber ich will... Oh! Also, naja. Vielleicht sollte ich es ein bisschen langsamer angehen.
wenn du jetzt da runtergefallen wärst, ne? Ich hätte dir ins Gesicht gekackt. Moment. Ich hab doch einen Haken bewegt. Ich habe doch einen Haken bewegt. Der muss doch hier irgendwie was gebracht haben. Wow. Vielleicht ganz vorsichtig. Wo ist denn dieser Haken? Der ist doch da, dort irgendwo, ne? Vielleicht muss ich da irgendwie dran springen. Aber ich sehe auch überhaupt keinen Haken. Nee. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das geht auch gar nicht. Das ist viel zu weit weg. Ich habe echt keinen Plan. Was ist das? Das ist zu weit weg. Dann ist das auch zu weit weg. Das ist zu tief. Ja, eigentlich müsste ich weiter geradeaus. Aber weil... Es geht nicht weiter geradeaus. Ich versuch's einfach mal so lang. Muss ich vielleicht hier irgendwie was machen? Aber theoretisch gesehen ist das ja immer noch gerade... aus. 7. Ah, ich bin auf dem richtigen Weg. Schön. Das ist 2. Das ist 1. Achso. Damit ich die römischen Zahlen nochmal drauf habe. Ne? 2, 5, 7. Alles klar. Dann geht's hier weiter. Muss ich überhaupt springen? Ja. Ja, ist so dunkel, da sieht man das ja nicht unbedingt, ob da jetzt ein Boden ist oder nicht, ne? Easy. Ich glaube, das Schwere ist hier dran, zu wissen, wann man stehen bleiben kann und wann nicht. Ja. Wie gut, dass hier aber ein Checkpoint ist. Würde mich auch leicht aufregen, wenn hier keiner gewesen wäre. Dazwischen Platz für mich? Wahrscheinlich nicht. So läuft das hier. Nein. Hey, geschafft! Hey, pass auf! Das Ding geht nicht sehr sicher. Nate! Schon gut. Nichts passiert. Puh. Arschloch. Dort geht's weiter. Dort aber nicht. Boah, da ist doch scheiße. So, hier geht's aber irgendwie. Ich muss irgendwie nach links. Nicht hier weiter? Scheint so. Okay. Das hoffe ich mal war was Gutes. Natürlich war es das. Wer braucht schon Zwischensteine, wenn man da drauf springen kann? Versuch doch mal, dieses Tor zu öffnen. Ich warte hier. Was denkst du, was ich hier eigentlich versuche? Was zum Teufel? Ihr habt's auch gesehen, dort oben. Da hat sich was bewegt. Oh Gott. Macht mich so kürre. Ja,
hab richtig Schiss vor den Viechern. Das Tor soll ich öffnen. Hallo. Nette. Aber wie? Der 3 gehe ich nach links. Wieso ist hier kein Pfeil? Wieso ist hier nirgendwo ein Pfeil? Mensch. Kann ich da vielleicht hoch? Nee. 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 Aber theoretisch sehen wir das in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.